Wenn die Weihnachtsbaumverkäufer nicht alle Bäume verkauft gekriegt haben, dann können sie den Tierpark spenden, was anscheinend auch gerne gemacht wird, sodass also dieses Jahr anscheinend um die 1000 Bäume für Zoo und für den Tierpark zusammengekommen sind. Und jetzt werden die eben ja, an die Tiere verfüttert und werden nicht nur als Futter benutzt, sondern auch als Tierbeschäftigung. Gerade die Elefantenkinder haben eben auch Lust, mit den Bäumen ein bisschen zu spielen. Und insofern sind wir auch als Pfleger froh, dass wir die Bäume haben. Eben nicht in den Mengen wie die Elefanten natürlich, schon allein bedingt durch die Körpergröße. Gerne. Zwei Sachen dann sagen. Ja, also scheinbar schmecken die Bäume auch ganz gut. Da ist natürlich noch ein bisschen frisches Grün dran. Die Weihnachtsbäume werden ja immer relativ frisch geschlagen, damit die nicht gleich nach zwei Tagen in der Wohnstube alle Nadeln verlieren. Insofern sind die noch schmackhaft und die Tiere essen die tatsächlich komplett auf. Zumindest würden sie komplett essen, wenn sie richtig Hunger hätten. So hungrig sind sie bei uns nicht, sodass sie also nur die Zweige mit den Nadeln essen und die Stämme dann liegen lassen.